Was genau heißt windelfrei? Wie soll das eigentlich funktionieren? Kann ich ein kleines Baby komplett ohne Windeln lassen oder ist das alles sowieso kompletter Blödsinn? Was es damit auf sich hat, das erzähle ich dir jetzt gleich in diesem Video. Hallo, ich bin Stefanie und ich freue mich wieder sehr, dass du heute mit dabei bist. Wenn man sich mit Stoffwindeln beschäftigt, dann kommt man eigentlich am Thema windelfrei so gut wie gar nicht vorbei. Es gibt ja sehr, sehr viele Menschen, die sagen, windelfrei ist kompletter Blödsinn. Ich habe schon Sachen gehört wie, Babys können ihre Ausscheidungen erst kontrollieren, wenn sie 1,5 Jahre alt sind, beziehungsweise wenn sie selbstständig die Stiegen hinuntergehen können. Windelfrei ist einfach nur Weglassen der Windel, es ist verfrühtes Sauberkeitstraining oder mein absoluter Lieblingsausspruch ist, es ist einfach nur Marketing mit Babykacke. Viele dieser Dinge sind einfach nicht wahr. Lustigerweise ist es so, dass unsere medizinische Gesellschaft noch keine Ahnung hat von windelfrei und die auch gar nicht glaubt, dass es funktioniert. Es wird nämlich wirklich in der Medizin, in der Physiotherapie und auch in der Pädagogik gelehrt, dass es für Kinder nicht möglich ist, ihren Schließmuskel zu kontrollieren, bevor die Kinder 1,5 Jahre alt sind. Steht in den Lehrbüchern drüber, habe ich schon von sehr vielen Leuten gehört. Jetzt muss ich allerdings sagen, das ist biologisch gesehen einfach nicht richtig. Und zwar, Babys kommen nämlich auf diese Welt mit einem vollkommen intakten Schließmuskel, den sie auch willentlich betätigen können. Und je nachdem, wie wir sie jetzt dabei unterstützen, können sie das aufrechterhalten oder sie kommen einfach drauf, dass ihr Platz für die Ausscheidung in die Windel ist und verlernen das einfach immer mehr und scheiden dann nachher immer unwillentlicher quasi aus, bis sie schon fast inkontinent werden. Warum ist das bei uns eigentlich so ein Thema, von dem niemand weiß und was sich auch bei uns fast niemand vorstellen kann? Interessanterweise ist es ja so, dass 80% der Weltbevölkerung eigentlich gar keine Windeln verwendet. Also vor allem in Asien und Afrika sind Windeln eigentlich quasi nicht vorhanden. Erstens mal in Afrika gibt es einfach nicht die Ressourcen dafür, beziehungsweise da sind die Menschen einfach noch viel näher bei sich, die können viel mehr mit einer natürlichen Art und Weise des Babys umgehen, sind viel mehr bei ihrer Intuition und die brauchen einfach keine Windeln. In Asien zum Beispiel genauso, da hat sich das einfach traditionell so durchgesetzt, dass die Kinder viel mehr windelfrei sind. Da ist jetzt dann eher das Problem, dass die Wegwerfwindelgesellschaften versuchen, am asiatischen Raum Wegwerfwindeln einzuführen, weil sie einfach bis jetzt dort keine Verwendung gehabt haben. Und das finde ich eigentlich viel, viel schlimmer, dass man jetzt dann auch noch versucht, den Menschen, die so lange ohne Windeln ausgekommen sind, jetzt einzureden, dass sie unbedingt Windeln brauchen. Ja, unsere Welt ist nicht immer ganz zu verstehen. Aber ja, so ist es leider. Auch mit windelfrei gibt es sehr, sehr viele Gegner, die einfach sagen, das ist verfrühtes Sauberkeitstraining. Das kann ich dir sagen, ist es nicht. Windelfrei hat so gesehen eigentlich gar nichts damit zu tun, mit Sauberkeitserziehung oder sonst irgendwas. Das sind einfach Instinkte, die unsere Babys haben, wenn sie auf die Welt kommen. Unsere Babys sind, jetzt verstehe mich bitte nicht falsch, aber genauso wie kleine Affenbabys, die wollen ihre Eltern auch nicht anpinkeln und auch nicht angacken. Auch Tiere wollen das nicht und deswegen finden auch die Tiere Wege, mit ihren Kindern zu kommunizieren, genauso wie wir Menschen das auch können. Und zwar können wir einfach lernen, die Signale unserer Babys zu deuten, wann sie ausscheiden müssen, können darauf reagieren und können sie dann nachher über dem Waschbecken oder über kleinen Töpfchen oder so irgendwas abhalten. Das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Und es gibt ganz, ganz viele Menschen, die das ausprobiert haben. Ich auch. Also ich habe jetzt mit meiner Tochter, mit meinem ersten Kind angefangen. Da war sie ungefähr 8 oder 9 Monate alt. War jetzt dann nicht so der klassische Start, war ein bisschen später. Sie hat es aber sehr, sehr gut angenommen. Und mit meinen anderen beiden Kindern habe ich auch immer Teilzeit windelfrei gemacht. Das heißt, ich habe auch gewusst, wann sie aufs Töpfchen mussten. Ich habe sie abgehalten. Und jetzt bei meiner Tochter zum Beispiel, die ist jetzt 9 Monate alt. Und bei der ist es seit Monaten eigentlich so, dass die nur mehr ihr großes Geschäft im Töpfchen verbringt, was sehr, sehr angenehm ist. Aber noch einmal, was genau ist eigentlich windelfrei? Also windelfrei heißt einfach nur, dass ich mein Baby in der Ganzheit seiner Bedürfnisse einfach wahrnehme. Ich merke einfach, mein Baby braucht mehr als einfach nur Essen, Schlafen. Es braucht schön warm und es braucht Körperkontakt. Zusätzlich auch noch hat es das Bedürfnis auszuscheiden. Wir Menschen sind keine Nestbeschmutzer. Das heißt, für uns ist es eigentlich natürlich, irgendwo weiter weg auszuscheiden. Beziehungsweise so
die Windel quasi nur als Auffangstation für Urin und Stuhl zu nehmen und danach sofort zu wechseln. So wie es jetzt da leider ist, durch die modernen Wegwerfwindeln, ist es immer mehr so, dass die Kinder viele, viele Stunden in den Windeln drinnen liegen, das heißt in ihrem eigenen Urin. Sie merken überhaupt gar nicht, was passiert eigentlich, wenn ich in die Windel mache, haben überhaupt kein Feedback und der Schließmuskel wird immer mehr degeneriert und die Kinder tun sich wirklich immer schwerer, ihre Ausscheidungen einfach zu halten. Wohingegen, wenn man das von Anfang an einfach unterstützt, dieses natürliche Ausscheidungsbedürfnis wahrzunehmen und dem Kind das Töpfchen anzubieten, wird dieser Schließmuskel weiterhin trainiert. Die Babys haben wirklich einen besseren Schließmuskel, sie haben einen besseren Beckenboden, einen besser trainierten und können auch den Urin viel länger halten. Also ich kenne sehr viele Kinder, die zum Beispiel, also Babys mit ein paar Monaten, die viele Stunden, also so 2 bis 4 Stunden, locker einhalten können, ohne jemals in die Windel zu machen. Genauso auch beim Schlafen. Babys pinkeln nicht im Schlafen. Babys schlafen und wenn sie Urin ablassen müssen, dann ist es in einer Phase, wo sie unruhig werden, wo sie anfangen sich zu winden, aber nicht im Tiefschlaf. Und in dieser Phase, wo sie unruhig werden, da kann man dann das Kind nehmen, kann sie über einem Töpfchen abhalten. Sie können sich entleeren, das Baby kann dann wieder weiterschlafen. Das funktioniert ganz, ganz großartig, wirklich. Ein großer Vorteil von Windelfrei ist auch noch, Babys wollen sich gar nicht in ihre Windel entleeren, weil sie das von Natur aus einfach nicht so vorgesehen ist. Deswegen, das wirst du vielleicht schon das eine oder andere Mal bemerkt oder selbst gehört haben, man will das Baby wickeln, macht die Windel auf und in dem Moment kommt einem alles Mögliche entgegen, weil das Baby nur darauf wartet, endlich diese Windel loszuhaben. Deswegen wäre es auch ein sehr guter Zeitpunkt, das Baby zum Beispiel abzuhalten, wenn du es wickelst. Also Windel runter auf ein Töpfchen, dann kannst du dir gewisse Dinge auf jeden Fall einmal ersparen. Was auch noch ist, sehr viele Babys haben Probleme mit Koliken, diese 3-Monats-Koliken, diese Bauchschmerzen ganz am Anfang. Und das kann auch daher kommen, dass die Babys einfach nicht in die Windel ausscheiden wollen und deswegen ihre Ausscheidungen einfach zurückhalten. Deswegen einfach Bauchkrämpfe kriegen und einfach wirklich Schmerzen im Bauch haben. Wohingegen, wenn man sie einfach in diese abhaltetypische Position gibt, also Beinchen ein bisschen nach oben gegen den Oberkörper stützen und dann über ein Waschbecken oder zum Beispiel so ein Töpfchen drüber hält, dann können die Babys sich super entleeren und dann haben sie auch nicht mehr so viele Probleme mit Bauchschmerzen. Also da kann man wirklich sehr, sehr viel dagegen tun. Das hilft einem Baby wirklich sehr, sehr weiter. Ein weiterer großer Vorteil ist natürlich auch, dass die Babys dadurch dann schneller sauber werden. Wenn du dein Baby wirklich windelfrei begleitest und ihm immer wieder die Möglichkeit anbietest, sich zu entleeren bzw. auch auf seinen eigenen Fortschritt quasi eingehst und es immer begleitest auf dem Weg zur Toilette, ist es jetzt da keine Seltenheit, dass die Babys zwischen 10 und 12 Monaten anfangen, schon selbstständig aufs Klo zu gehen und viele windelfreie Babys sind mit 15 bis 18 Monaten eigentlich fast komplett sauber. Die brauchen dann so gut wie gar keine Windeln mehr. Die Kinder brauchen natürlich schon noch ein bisschen Hilfe mit dem An- und Ausziehen, Abwischen, das ist natürlich klar, aber die Kinder sagen dir sehr, sehr deutlich, wenn sie auf die Toilette müssen und das Ganze funktioniert auch wirklich sehr, sehr sicher. Aber wie genau soll das jetzt da funktionieren mit dem Windelfrei? Also ich habe mit der lieben Bianca Bauer, die selbst auch 2 Kinder hat, die sie komplett ohne Windeln großzieht, habe ich einen kleinen Kurs gemacht, in dem ich das noch viel, viel besser erkläre, weil es ist jetzt einfach ein bisschen schwierig, das alles in dieses Video reinzupacken. Es gibt sehr, sehr viele Punkte, die man beachten muss. Was sind jetzt noch einmal genau die Vorteile davon? Wie lerne ich eigentlich die Signale meines Babys zu deuten? Wie kann ich mein Baby am besten abhalten? Was für Positionen gibt es? Wie funktioniert windelfrei in der Nacht? Wie funktioniert windelfrei unterwegs? Was gibt es für windelfreie Kleidung? Was für Zubehör brauche ich? Oder brauche ich überhaupt Zubehör? Und es gibt natürlich auch immer wieder Probleme, beziehungsweise es gibt einfach Zeiten, in denen hat das Baby einfach Besseres zu tun, als dir jetzt zu signalisieren, ich muss auf die Toilette. Das heißt, das sind sogenannte windelfreie Streiks, aber auch auf die gehen wir ein. Also wenn du Interesse hast, wirklich noch ein bisschen mehr über windelfrei zu lernen, dann freue ich mich wirklich sehr, wenn du dir diesen Kurs anschaust. Ich habe ihn jetzt da auch unter dem Video natürlich gleich verlinkt. Da kannst du noch einmal reinschauen. Wenn es für dich interessant ist, dann freue ich mich wirklich, wirklich sehr, dir noch windelfrei ein bisschen mehr näher zu bringen. Wenn du noch irgendwelche Fragen zu dem Thema hast, dann bitte schreib mir einfach in die Kommentare. Wenn es dir gefallen hat, gib mir einen Daumen hoch und abonniere den Kanal, dann bist du immer dabei, wenn es neue Videos gibt. Danke vielmals, dass du zugeschaut hast. Ich freue mich sehr aufs nächste Mal. Tschüss!